Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf unserem YouTube-Kanal. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Und ja, wir sind endlich in Afrika angekommen, in Namibia. Hey, schön, dass du eingeschaltet hast bei unserem ersten Vlog unserer Namibia- und Botswana-Reise. In diesem Video nehmen wir dich mit an Namibias Matterhorn, die Spitzkoppe. Nach 10 Stunden Flug kommen wir gut in Windhoek an und uns erwartet ein blauer Himmel und warme Sonne. So, wir sind jetzt gut gelandet, haben die Immigration schon gemacht und unsere Gepäck stehen wir gerade draußen und werden jetzt mitgenommen zur Autovermietung, wo wir dann das Auto übernehmen werden, den Camper. Und ja, es ging alles auf alle Fälle gut und schneller als gedacht. Der Flug hat nur 30 Minuten Verspätung, aber wir sind ganz schön müde und hoffen, dass wir das jetzt alles noch hinkriegen. Es wird jetzt auf jeden Fall heute am Anreisetag nochmal ziemlich anstrengend mit Autoübernahme, einkaufen gehen und dann zur ersten Campsite fahren. It's the beginning autumn in Germany. Oh. We thought it is colder here. Oh, it was cold, but now. Yeah. Now it's hot. Okay. Von dem Mietwagenunternehmen, bei dem wir jetzt gleich das Auto abholen, werden wir am Flughafen abgeholt und nach Windhoek gebracht. Denn vom Flughafen aus bis zur Vermietstation in der Innenstadt sind es 40 Minuten Autofahrt, die wir zurücklegen müssen. Angekommen an der Vermietstation wird uns alles ganz ausführlich erklärt und wir räumen in Ruhe unseren Camper ein und können sogar die Koffer vor Ort stehen lassen, was super praktisch ist, und dann kann unser Abenteuer auch schon losgehen. Bevor wir so richtig starten, müssen wir natürlich noch unsere Lebensmittelvorräte aufstocken und richtig viel einkaufen, und das machen wir im Superspar in Windhoek. Den können wir auf alle Fälle sehr empfehlen. Neben einem großen Sortiment gibt es auch viele internationale Produkte, die dann zwar entsprechend teurer sind, aber hier findet ihr wirklich alles, was ihr sucht. Eine SIM-Karte kaufen wir uns übrigens in der Mall genau gegenüber vom Sparmarkt beim MTC-Shop. Das dauert ein bisschen, denn es ist viel los. Aber dann haben wir auch jetzt mobile Daten für unsere Reise. Anschließend geht es für uns 100 Kilometer Richtung Norden auf der B1, bis wir unsere Campsite bei Omatosu erreichen. Wir sind gestern Mittag bzw. Vormittag gelandet, haben dann unser Auto abgeholt, unseren Camper, den ihr hier im Hintergrund seht. Dazu gibt es auch nochmal ein extra Video, wo wir euch den ganz genau zeigen. Und dann waren wir einkaufen in Windhoek, haben uns um die SIM-Karte gekümmert und sind dann die ersten 1,5 Stunden gefahren und jetzt hier auf der Omatosu
Range sozusagen, wo es ein paar Campsites gibt. Und hier haben wir eine super schöne Campsite, die war perfekt für den ersten Abend. Das ist so ein Game Reserve, wo dann auch, wenn man hineingefahren ist ins Tor, die Tiere wild leben. Wir haben schon bei der Einfahrt hier auf das Camp Oryx-Antilopen gesehen und Kudus. Und das ist super schön. Wir haben hier ein riesengroßes Areal mit einer Brei-Station und einem eigenen Waschhaus und einem Wasseranschluss und Stromanschluss. An der Rezeption gibt es auch ein bisschen Wi-Fi. Das ist zwar nicht super gut, aber immerhin kann man damit ein paar Nachrichten auch verschicken. Und ja, jetzt haben wir die erste Nacht hinter uns. Kommen jetzt gerade erstmal an, richten uns ein und akklimatisieren uns so ein bisschen. Ich zeige euch jetzt noch kurz den Platz genauer. Und dann geht es heute richtig los mit unserem Abenteuer. Hier ist eine Stromstelle, wo man den Camper an Landstrom anschließen kann. Hier haben wir eine Wasserstelle. Und das hier ist unser eigenes Waschhäuschen. Hier kann man Geschirr spülen. Und hier geht's ins Badezimmer. So, und das hier ist das Badezimmer. Ein schönes Waschbecken, großes. Eine Toilette. Und eine große Dusche, wo man auch heißes Wasser hatte, sehr schön. Aber man soll auf jeden Fall immer Wasser sparen, wenn möglich. Also die Campsite hier hat uns auf alle Fälle richtig gut gefallen. Können wir euch empfehlen. Und sind jetzt ganz gespannt, was uns heute so erwartet. Und müssen jetzt noch kurz unsere Campingsachen zusammenpacken, das Dachzelt zusammenbauen und dann geht's auch schon los. Schon am Vortag waren wir auf dem Weg zu unserem Camp Omatosu durch den Ort Okahancha gekommen. Da wir aber keine Zeit mehr hatten, uns den Markt anzugucken, kamen wir heute nochmal zurück. Hier kann man viele tolle Souvenirs, insbesondere Holzarbeiten, kaufen. Da wir jetzt aber erst an Tag 2 unserer Reise sind, haben wir noch nicht so viel Lust auf Souvenirs. Wir kommen auf dieser Reise sicher noch an anderen Märkten vorbei, wollten uns aber einfach mal einen Eindruck verschaffen. Von Okahancha aus geht es für uns auf der B2 145 Kilometer westlich bis zum Ort Usakos. Auf dem Weg kommen wir durch den Ort Karibib. Hier gibt es Einkaufsmöglichkeiten und Tankmöglichkeiten.
Bei Usakus verlassen wir die Asphaltstraße und wechseln auf Schotterpiste. Und es geht von der D1935 über die D1937 bis zur Amei Branch am Erongo-Gebirge. Dort wollen wir uns die Steinformationen rund um Bull's Party anschauen. Wir kommen an der Amei Branch an, wo wir für ein paar Euro Eintrittspreis den Permit erwerben, um dann in das Gebiet des Erongo-Gebirges hineinzufahren. Und hier ein ganz kleiner Überblick über das Gebiet. Wir fahren ins Gebiet rein und sind direkt beeindruckt von den riesigen Felsbrocken, die hier lose herumliegen. Eine eher surreale Landschaft und wunderschön. Der erste Stopp ist für uns der Elephant's Head und anschließend geht's zu Bull's Party. Hier im Gebiet gibt es zahlreiche Wanderwege und auch eine Campsite. Auf jeden Fall ein empfehlenswerter Ort. Wir finden es total interessant und eine wunderschöne Landschaft hier. Im Gebiet trifft man auf zahlreiche Antilopen, auf Dickdicks und Kudus sowie den Springbock, aber auch Elefanten, Bergzebras und sogar Leoparden können mit ganz viel Glück hier gesichtet werden. Anschließend machen wir uns langsam auf den Weg zur Spitzkoppe. Die Hitze des Mittags wird auch immer stärker und man hält es draußen kaum noch aus. Wir fahren zurück nach Usakus und von dort aus geht es auf der D1918 westlich und anschließend auf der D376 nördlich, bis wir zur Spitzkoppe kommen. Morgen von der Spitzkoppe. Wir sind gestern hier abends angekommen, haben unser Zeltlager aufgeschlagen und da noch ein Feuer gemacht. Ja, jetzt haben wir hier die Morgensonne auf unserer Campsite. Ist super schön hier und ja, ich zeige euch gleich mal, was es hier alles so zu sehen gibt. Es ist nicht so viel, es ist nämlich eine ziemlich basic Campsite. Es gibt hier kein fließendes Wasser, keinen Strom, aber es gibt eine schöne Feuerstelle, Mülltonnen und ein Plumpsklo. Genau, das zeige ich euch. Und ansonsten ist es hier alles komplett naturbelassen und wunderschön. Wir hatten heute auch schon ganz viele kleine, verschiedenste Vogel,
Arten hier auf der Site, auf der Campsite. Und ja, ist sehr witzig zu beobachten und was für Töne die so von sich geben. Und genau, dann starten wir jetzt mal in den Tag. Wir wollen uns hier auch noch ein bisschen was angucken an Steinformationen. Und ja, sind gespannt, was wir heute alles so erleben werden. Rüber zu dem Plumpsklo. Das ist ein bisschen abseits von der Campsite und zwei Campsites teilen sich auch meistens eine Trockentoilette. Aber das ist ja auch praktisch, wenn es weiter weg ist, dann hört man nichts und riecht auch nichts davon. Wobei es diesmal auch wirklich gar nicht komisch riecht. Wir waren ja 2018 schon mal. Da war das Ganze ein bisschen unhygienischer, so aus unserer Erinnerung zumindest. Und jetzt fanden wir das eigentlich voll okay. Ja, ich wollte euch noch ein bisschen was zu der Campsite hier in der Spitzkoppe erzählen. Und zwar gibt es hier ungefähr 31 Campsites und man kriegt am Anfang einen ausgedruckten Plan mit, wo die eingezeichnet sind. Das ist aber sehr grob eingezeichnet, kann ich euch auch gleich nochmal einblenden. Hier seht ihr den Plan von der Spitzkoppe und wie ungenau er eigentlich letztlich ist. Ja, hier muss man sich einfach dann zurechtfinden und ein bisschen schauen. Die Campsites selbst haben aber Markierungen und wir waren jetzt bei Campsite 8. Letztes Mal vor 5 Jahren standen wir ungefähr 100 Meter weiter links um die Ecke herum. Das scheint aber laut Plan auch noch Campsite 8 zu sein. Und genau, so muss man sich dann irgendwie zurechtfinden und seinen Platz finden. Und ja, dann soll man sich einfach selbst eine Campsite suchen und je später man halt kommt, desto mehr sind schon belegt. Und teilweise ist es aber nicht ganz eindeutig, welche belegt sind und dann fährt man hier ein bisschen rum. Dabei verliert man auf alle Fälle Zeit, das sollte man auf jeden Fall einplanen. Und dann findet man aber hoffentlich, so wie wir auch, eine schöne Zeit noch für sich. Und genau, das ist aber immer ein bisschen, das fanden wir auch schon 2018 ein bisschen doof, dass einem eigentlich keine zugeteilt wird, weil man so ein bisschen Rätsel raten muss, wo noch was frei ist und wo man langfahren muss. Und dann gibt es wohl auch ein paar, die eingezeichnet sind weiter hinten, die doch gar nicht verfügbar sind, was uns nicht erzählt wurde am Anfang. Aber ja, es ist auf jeden Fall machbar. Und genau, dann hat man hier diese Basic Campsite, die ich euch gerade gezeigt habe. Und vorne an der Rezeption, da gehen wir jetzt auch gleich hin. Da ist dann auf jeden Fall auch fließendes Wasser. Da sind, ist ein Waschhaus und da wollen wir jetzt auch gleich duschen. Und da ist auch ein Restaurant. Das haben wir uns jetzt nicht angeschaut, aber genau. Und dann kann man auch an der Rezeption Fleisch zum Grillen kaufen und auch ein paar gekühlte Getränke gibt es dort. Und ja, das ist eigentlich so alles zum Spitzkoppe-Camp. Und wir finden es hier auf alle Fälle super schön und können euch sehr empfehlen, dass wenn ihr die Spitzkoppe einplant, dann auch wirklich mit Übernachtung einzuplanen, weil es sich auf alle Fälle sehr lohnt. Wir verlassen unsere Campsite und bevor wir uns die Steinformationen angucken, werden wir erstmal zum Waschhäuschen an der Rezeption fahren und uns ein bisschen frisch machen. Dusch- und Toilettenhäuser sind voneinander getrennt. Das Duschhäuschen ist auch recht rudimentär, aber sehr liebevoll gestaltet und es gibt warmes Wasser. Die Toilettenhäuschen sind 50 Meter zu Fuß entfernt
und sehen ganz normal aus wie jedes Toilettenhäuschen. Und hinter dem Duschhaus um die Ecke findet man dann auch ein kleines Spülbecken, wo man Geschirr spülen kann. So, wir sind jetzt hier zum Rock Arch gefahren und hier muss man nur einen kleinen Berg hoch klettern so ein bisschen und dann ist man hier schon direkt an diesem Arch. Super schön und toll für Fotos. Hier kann man auch einfach ein bisschen rumklettern, rumspazieren gehen und sieht auch Klappschliefer und viele Vögel. Und genau, jetzt haben wir uns hier umgeschaut und jetzt geht's weiter.